didn't even get to run. Hey Freunde. In diesem Video packen wir das 150 Euro Überraschungspaket aus von Röder Feuerwerk. Gleich am Anfang, beim letzten Video habe ich es vergessen, Röder ist unten verlinkt. Sollte euch ein Artikel gefallen oder wollt ihr generell mal den Shop auschecken, unten in der Infobox ist der Link für Röder. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr habt dafür keine Mehrkosten und unterstützt mich dadurch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Link benutzen würdet. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das 150 Euro Batterie-Überraschungspaket von Röder an. Es gab es im Shop für, also stand da, Überraschungspaket 2021. Also würde ich mal sagen, schauen wir gleich rein. Preise machen wir zum Schluss, weil ich muss sie erstmal raussuchen. Ne? Also Freunde, wir sehen uns gleich zur näheren Ansicht. So Freunde, wir fangen mit dem kleinen Paket an. Das Paket, also das 150 Euro Paket besteht aus zwei Paketen, ein kleines und ein großes. Und da fangen wir gleich mal mit dem kleinen an. So, ich bin mal diesmal gespannt, wie viele Röder-Artikel dabei waren. Beim letzten Mal war es über die Hälfte, also über 50%. Wir fangen jetzt hier an mit einer Icefinx von Blackbox. Eine sehr schöne Batterie. Ja, ich denke mal, wird jeder ein Begriff sein oder jeder schon kennen. Dann haben wir hier drin einen Aufkleber. Fridays for Fireworks, ne? So, dann haben wir hier eine Neuheit vom letzten Jahr so ja drin. Das ist die CETA von Argento. Ist eine 10-Schuss-Batterie, soweit ich weiß, ja genau. So, dann haben wir hier noch drei Batterien drin. Die erste ist hoch. Komm mal ran hier. Die erste ist die Eagle 45. Ja, ist die TW45 von Tropic. Hat eine NEM von fast 200 Gramm. Wie viel Schuss hatten die? 20. Naja, kenne ich so noch nicht. Ich glaube, die hatte ich schon mal vor 2 oder 3 Jahren. Sicher bin ich mir da gerade nicht mehr, aber ich glaube, die hatte ich mal. Dann haben wir hier eine noch, die ich schon mal hatte, und zwar die Jorge Samurai. Kann ich euch wärmstens empfehlen, falls ihr sie noch irgendwo bekommen sollte. Generell Jorge, also ist irgendwie in Vergessenheit geraten, trotzdem noch eine sehr schöne Batterie. Ja, freue ich mich, dass ich die nochmal bekommen habe. Was haben wir hier für eine NEM? Ich bin blind, fast 250 Gramm. Ja, sind 19 Schuss, 25 mm. So, und die letzte Batterie in dem Paket ist die Skyscraper von Tropic. Ja, viel Tropic, ne? Bis jetzt. Was haben wir? Bis jetzt haben wir noch keine Röder-Batterie. Ja, die Skyscraper sagt mir so jetzt gar nichts. Ist die TB161 mit 240 Gramm und hat 18 Schuss. Ja, und wie ich sehe, hat die auch einen Fächer drin. Gut, machen wir weiter. Ich hole mal das große Paket ran. Bis gleich. So, fangen wir mit dem großen an oder machen wir weiter mit dem großen. So. Alles nicht so einfach hier. So, wir machen mal hier die, die uns gleich anguckt. Da haben wir die Amsterdam. Ich dachte, das war die Alexander, die Amsterdam. Sagt mir jetzt ja nichts. Ich kenne bloß die Alexander von Gau. So, 30 mm, 25 Schuss. Ich denke mal, das war eine von den teureren Batterien. Hat genau 500 Gramm NEM. Mhm. Ja. Also Gau an sich ist ja eine schöne Firma. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich mag es immer noch. Oh, also ein Riesenklopper. So, dann sehe ich jetzt hier schon mal eine Röder-Batterie. Die erste. Was haben wir hier? Die Billig und Willig Nummer 4. Ja. Ja. Kostet 10 Euro, das weiß ich auf jeden Fall. Im 50 Euro Paket hatten wir ja die Billig-Willig Nummer 3. Jetzt haben wir die Nummer 4. Mein persönlicher Favorit, das war nicht dabei oder ist noch nicht dabei, das war die Nummer 2.
Das ist mein Favorit von der Serie von Röder. Machen wir hier weiter. Was haben wir hier denn? Wieder Tropic. Tropic 4 Stars. Huch, komm rein hier. Ja. Hat 21 Schuss. TB 175. Und eine NEM von 231 Gramm. Ja, sagt mir auch noch nichts. Kenne ich noch nicht. So, schauen wir mal rein. Kommt uns gleich wieder ein Feuertopf entgegen. Diesmal der Silberfischer. In dem 50 Euro war ja der Weißblinker-Feuertopf. Ja, jetzt haben wir die Silberfische. Dann haben wir hier eine kleine Süße, die fast jeder kennt. Und zwar die Cassiopeia oder Cassiopeia. Ja, ist schon sehr alt. Vergleichbar wie die... Poseidon? Nee, Poison, die Poison-Batterie. Nee, oder? Ach, ich weiß es gerade ja nicht. Nee, Poison war was anderes. Wie dem auch sei, eine schöne Palm-Batterie mit Spitzen, glaube ich, soweit ich weiß. Steht jetzt nochmal drauf. Keine Ahnung, aber ich denke mal, ich bin gerade richtig. 140 Gramm NEM. So, dann haben wir jetzt hier noch vier Sachen drin. Ich fange mal mit der an, die kennen wir ja mittlerweile schon. Das ist die Red Admiral von Tropic. TB16 mit 18 Schuss. Ist eine reine Weißblinker-Batterie. Oder so ein Grünblinker. Ich glaube Weißblinker. Heißt zwar Red Admiral, eigentlich müssten es ja rote sein, aber egal. So, was kann man denn hier sehen vom Paket? Und dann haben wir hier noch den drittletzten Artikel, auch ein Röder-Artikel. Das Engelshorn. Ja, das ist ein Röli von Röder. Das Engelshorn mit Titan-Goldstern. Ja, also generell die Rölis von Röder finde ich sehr schön, vor allem die Neuheiten, die Wirrwarr, diese Weißblink und diese Rotblinken. Also die sind jetzt momentan so meine Favoriten von denen. Und dann haben wir noch zwei große. Oh, wartet mal. So, die letzten zwei Batterien. Haben wir hier mal den Colorgasmus von Röder. 63 Schuss. Was haben wir hier? Silberblinker-Feuertöpfe zu farbintensiven Brillantkometen. Ja, eine wirklich sehr schöne Batterie. Ich habe sie mir persönlich noch nicht gekauft. Sie war mir in dem Sinne eigentlich, glaube ich, immer zu teuer, soweit ich weiß. Aber jetzt habe ich sie. Ne? Und die letzte Batterie ist die Sunbeam 1 von Evolution Fireworks. Ist, soweit ich weiß, eine Kometenbatterie, also keine Zerlegerbatterie. Ja, und dann würde ich sagen, ich baue mal schnell alles auf und dann sehen wir uns zum finanziellen Teil wieder, was das Paket jetzt insgesamt für einen Wert hat, was wir gespart haben oder generell, wieso das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Also Freunde, bis gleich zur Übersicht. So Freunde, ich bin zurück. Ich habe die Preise rausgesucht. Von einem Artikel habe ich den Preis nicht gefunden. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Aber so an sich, was sagt ihr? 150 Euro. Ihr seht es ja jetzt vor euch. Und jetzt schauen wir mal auf das Preisliche. Wir haben die, wo ist sie denn jetzt? Ich sehe sie nicht. Ach ja, die Red Admiral ist gelistet für 8,45 Euro. Dann haben wir den Feuertopf, der ist gelistet für 3,95 Euro. Dann haben wir die, wo habe ich sie stehen, Jorge Samurai für 13 Euro aufgerundet. Dann haben wir die Sunbeam, das ist die Batterie, die ich nicht gefunden habe bei Röder im Onlineshop. Die kostet aber online um die 28 Euro. Dann haben wir den Colorgasmus, wo habe ich ihn stehen? Da habe ich einen, 25 Euro kostet der. Dann haben wir das Engelshorn mit 12 Euro, die Amsterdam mit 30 Euro, den Tropic Vogel da, den Igel, kostet 9 Euro, die Zeta Batterie kostet 6 Euro, die Eisfinx kostet 9,50 Euro, die Cassiopeia kostet 5,50 Euro.
Die Four Stars kosten 13 Euro, die Billig und Willig 10 Euro. Und zu guter Letzt der Skyscraper für, wo habe ich ihn? 13 Euro. Ja. Wer hat mitgerechnet? Genau, wir sind bei 202,83 €. Für ein 150-Euro-Paket 202 Euro Warenwert sozusagen, weil das ist auch wirklich so die Listenpreise, die im Onlineshop sind. Also den Preis hättet ihr bezahlt, wenn ihr diese Artikel gekauft hättet. Ja, von daher eine schöne Ersparnis von 50 Euro. Sind ja fast 25%. Oder, nee, es sind 25%. Und, oder so ein bisschen mehr. Bin ich jetzt kaputt im Kopf? Ist ja auch egal. Ja, also ich würde es mir wiederholen, so für den Preis. Aber, so. Mir tut alles weh. ja, ich würde es mir wiederholen, so für den Preis. Alleine schon. Es war eine Neuheit dabei, okay. Andere Batterien kannte ich noch nicht. Die Four Star Skyscraper. Den Colorgasmus kannte ich jetzt von Videos her. Die Sunbeam kannte ich nicht. Die Feuertöpfe hatte ich noch nicht. Und wir haben schöne Finalbatterien dabei. Wie zum Beispiel die Amsterdam ist eine schöne Finalbatterie. Zum Vorfinale haben wir die zwei schönen kleinen leisen Sachen. Auch die Samurai und die Billig und Willig. Also es ist eine schöne Mischung. Es sind natürlich nur Batterien, aber dafür haben wir auch bezahlt. Ne? Wir haben jetzt ein Batteriepaket gekauft. Ja, also Freunde, was sagt ihr zu dem Paket? Lasst eure Meinung in die Kommentare und gebt dem Video ruhig mal einen Daumen hoch. Dann weiß ich, ob euch diese Videos gefallen oder nicht. Dann mache ich das auch mal noch mit anderen Online-Shops. Und ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Video und haut rein. Achso, ich habe vergessen. Hier hinten steht noch unsere Abholung, unsere Bestellung. Die werden wir, denke ich mal, in einem separaten kleinen Video unboxen. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video. You got to fuck it.